So, ich darf, glaube ich. Ja, funktioniert alles mit der Technik wunderbar. Moin zusammen. Ich freue mich, dass ich hier heute auf dem Event, irgendwann hatte mich Michael mal angesprochen, als ich zu Besuch war auf dem Kaffee, hat er gefragt, willst du nicht mal einen Vortrag halten? Vielleicht über das, was du so tust mit der Simbox. Also, und das möchte ich heute tun. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Dirk Jetzel vom Ingenieurbüro Jetzel und ich bin kein Entwickler, sondern ich bin Anwender von der Simbox. An dieser Stelle für alle Entwickler, die hier im Raum sind und die Community. Es ist schön, das zu verfolgen, dabei zu sein und das dann auch einzusetzen im Feld. Ich möchte kurz, bevor ich zum Inhalt komme, sagen, was die Motivation ist für mich überhaupt oder warum beschäftige ich mich überhaupt damit. Bevor ich das Ingenieurbüro gegründet habe, vor anderthalb Jahren, war ich im klassischen Heizungsbau tätig. Das heißt, ich hatte eine Heizungsbaufirma, war dort Mitgesellschafter, mit Geschäftsführer, mit 20 Mann. Und ich habe das Ganze verfolgt, 10 Jahre lang, wie wir in Deutschland eigentlich Heizungen einbauen, wie wir im Altbau sanieren, wie wir im Neubau arbeiten. Und ich bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass 80-90% der Heizungsanlagen, die wir in Deutschland betreiben, nicht im Optimum betrieben werden. So. Das ist ja völlig, also wenn man sich das mal vorstellt, ist es ja relativ einfach nachzuvollziehen. Das heißt, der Monteur fährt auf die Baustelle mit der neuen Heizungsanlage im Paket, schraubt die an die Wand, dann macht er das Inbetriebnahmeprogramm, was automatisiert abläuft und erstmal den Standardwert hinterlegt und dann sagt der Monteur, bevor ich heute Nacht einen Anruf kriege, drehe ich die Heizkurve hier noch ein bisschen höher, dann ist es wenigstens warm und dann wird eingepackt, dann wird die Schlussrechnung geschrieben und dann ist es das gewesen. Dann laufen diese Anlagen das erste Jahr, dann gibt es mal eine Wartung, dann kommt jemand, guckt mal rauf, was passiert gerade, der Schornsteinfeger guckt vielleicht nochmal vorbei und der Endkunde kriegt seine Brennstoffrechnung, Gas, Öl, was auch immer er hat, ärgert sich 2 Wochen, überweist das Geld und vergisst auch wieder irgendwas zu ändern in der ganzen Geschichte. Das heißt, der Ansatz für mich war, dort zu sagen, wir wollen energetische Lösungskonzepte haben, die die Systeme in irgendeiner Weise optimieren und besser machen. Der zweite Faktor, der auch aus meinem vorigen beruflichen Leben ganz klar ist, ist der Faktor Mensch. Das heißt, wir müssen ja auch Systeme haben, die so viel Spaß machen, dass wir die Menschen dabei mitnehmen. Das heißt, es darf nicht irgendwie mit 30.000 Diagrammen sein. Also wenn ich einen Energieausweis mache beispielsweise, dann kommt der Energieberater vorbei, bringt mir einen DIN A4-Ordner mit Diagrammen und Auswertungen, was eh kein Mensch sich durchliest. Das landet dann in der Schublade und am Ende des Tages geht es nur darum, Fördermittel mitzunehmen. Im Zweifelsfall. Das heißt, wir müssen ja auch Systeme schaffen, die für den Menschen, der technisch nicht so visiert ist, völlig klar machen, bewege ich mich jetzt gerade im guten Rahmen, bewege ich mich im schlechten Rahmen, wie arbeite ich eigentlich? Das ist so die Überzeugung, weswegen ich das Ingenieurbüro gegründet habe und weswegen ich damit jetzt unterwegs bin. Genau. Vielleicht, was ich kurz heute einmal darstellen möchte, ist einmal der Weg zu SimCon, wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Warum bin ich heute hier? Dann gibt es ein Projekt, das ist der digitale Heizraum. Das mache ich für einen großen Kunden von mir, wo wir versuchen, so viele Daten wie möglich von den Standorten einzusammeln. Da haben wir auch eine Vernetzung von verschiedenen Standorten. Wir haben insgesamt, oder ich habe insgesamt jetzt 80 Simboxen im Feld verbaut, die deutschlandweit verbaut sind und die miteinander vernetzt sind dann. Ich nutze auch IPSView, da werde ich ein bisschen was zeigen, in welcher Form wir das Ganze nutzen, für die Anlagenstandorte selber und für die Leitwarte nachher. Ich bin ein Freund davon, das Vorhandene, was wir im Unternehmen vorfinden, zu nutzen. Das heißt, wir nutzen auch Drittsoftware, die wir dann anbinden an die Simbox, was ja hervorragende Möglichkeiten bietet, um da das Rad nicht komplett neu zu erfinden und die Kosten auch im Rahmen zu halten. Und ich möchte noch was sagen über das Projekt Einsparzähler. Das ist ein BAFA-Projekt, an dem ich teilnehme, wo auch die Simbox zum Einsatz kommt. Genau. Zum Anfang, Heizung 1980, das ist mein Geburtsjahr. Da war es so, Energie hat eigentlich nichts gekostet. Es war relativ egal, was da passiert, sage ich mal. Hauptsache, die Bude wird warm. Da hatten wir dann ein Poti zum Einstellen der Trinkwassertemperatur, das heißt, wir haben immer nur einen Soll-Ist-Vergleich und dann geht die Heizungsanlage an und aus.
Bei der Heizung war es das Ähnliche, dass der Kessel immer schön warm bleibt und auf Temperatur bleibt. Das ist so der Zustand, den wir da hinterlassen haben oder dort hatten. Da muss man ja fragen, wie geht das weiter? Jetzt haben wir 1990, kam dann diese Brennwerttechnik auf. Das waren so die ersten Neuerungen, wo wir gesagt haben, okay, wir können mit der Temperatur auch irgendwie gleitend fahren, wir können tiefere Temperaturen fahren. Da war die große Innovation, dass wir gesagt haben, wir haben irgendwie eine Führungsgröße von außen, also eine Außentemperatur. Das heißt, wir sind in der Lage, Heizkurven zu unterlegen und können danach unsere Vorlauftemperatur fahren. Da sieht man da oben, ist der eine Regler, das ist noch ein etwas älterer Regler, der aber von der Funktion her genau das gleiche macht wie so ein neuer mit Touch-Display und so weiter. Das heißt, auf dem Gebiet von der Regelstrategie her hat sich bis heute eigentlich wenig getan. Das heißt, wenn ich heute eine Anlage kaufe, 2023, einen Gaskessel kaufe, ist im Grunde die gleiche Funktion, die enthält dahinter. Also es hat sich nichts verändert. Das war für mich oder ist für mich ein Zustand, wo ich dann sehr früh mir Gedanken mache, was machen wir eigentlich? Und ein weiteres Problem, was wir hatten, oder das erste Problem, was wir haben, sind dann die hybriden Systeme. Wir sagen alle, wir wollen regenerativ werden. Wir haben hybride Systeme. Aber wenn ich eine Gastherme von Firma Fiesmann habe beispielsweise und ich habe dann einen Solarkollektor, einen Thermisolarkollektor von einer anderen Firma XY, dann habe ich drei Möglichkeiten. Oder ich habe eigentlich nicht die Möglichkeit, dass die beiden miteinander kommunizieren. Oder ich kaufe halt immens teure Zusatzmodule. Und am Ende habe ich dann im Heizraum 5 verschiedene Regelungen an der Wand, damit irgendwas miteinander passiert. Das führt zu Effekten, die wir selbst erlebt haben im Feld, dass im Winter das Dach schneefrei war, weil die Gastherme dann die Temperatur hochgebracht hat zum Kollektor und hat gesagt, okay, wir heizen mal draußen für die Umwelt, weil es einfach nicht kommuniziert hat miteinander. Das war für mich damals in der Heizungsbaufirma schon ein Zustand, wo ich gesagt habe, das kann ja nicht sein und das geht so eigentlich nicht. Und da bin ich das erste Mal mit der frei programmierbaren Regelung von technische Alternative, ist vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt hier im Raum, in Kontakt getreten bin, wo wir dann angefangen haben, unsere eigene SPS zu bauen und zu sagen, okay, wir sind in der Lage, das irgendwie alles miteinander zu schalten. Sei es über digitale Eingänge, Ausgänge, 0 bis 10 Volt, relativ einfache Steuerung, aber sie funktionieren. Das war dann lange Zeit so Stand der Technik und wir haben es gemacht. Dann kamen aber weitere Probleme. Das heißt, wir haben uns gefragt, was ist denn eigentlich, wie kriegen wir andere Faktoren rein? Sind Bewohner vor Ort? Den Wind, Einfluss vom Wetter, wenn ich ein freistehendes Haus habe, macht der Wind ja ganz extrem viel aus auf die Heizkurve, die ich habe. Ja, Raumeinfluss, Wetter-Forecast waren so Themen. Oder vielleicht auch Sicherheitssachen. Das heißt, wenn ich Wasser im Keller habe, kann ich irgendwas abschalten, kann ich irgendwas tun. Das sind ja alles Dinge, die wir dann noch brauchten. Und da bin ich das erste Mal mit SimCon in Kontakt getreten. Kai grinst gerade, weil er wahrscheinlich ganz schellig sieht. Das soll nur mal ein Beispiel sein. Also da sind wir auf SimCon zu sprechen gekommen und haben gesagt, okay, es muss ja irgendwas Übergeordnetes geben, eine Datenkrake, irgendein Instrument, was uns befähigt, auch andere Sensoren mit aufzunehmen. Wenn ich ins Automobilbranche gucke, da ist es gang und gäbe, dass ich einen Bordcomputer habe. Ich habe irgendwie 80 bis 100 Sensoren in so einem Auto verbaut, die mir alles wiedergeben. Nur im Haus habe ich es halt nicht. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht und haben zum einen dann ich habe die erste Simbox mir gekauft und habe dann relativ schnell einen Regler von technischer Alternative angebunden gekriegt, deswegen war die Frustration noch sehr hoch. Das hört man ja auch oft, dass man sagt, okay, wenn da erstmal nichts passiert, dann wird es schwierig, aber das ging relativ problemlos und einfach. Und wir haben dann nach und nach immer mehr Sensoren eingebunden, sei es Raumfühler, sei es Feuchtigkeitsfühler, Türkontakte, was man sich vorstellen kann und da ist der Kreativität dann ja auch kein Limit gesetzt in diesem ganzen System. Das ist eigentlich so der Weg, warum ich zu SimCon gekommen bin und warum ich dieses System sehr gerne weiterhin einsetze. Genau, ich möchte euch mitnehmen in den digitalen Heizraum. Ich habe einen großen Kunden, einen Contractor, der hat 100 Standorte deutschlandweit. So ein paar Punkte habe ich hier mal aufgemalt auf der Karte, wo wir uns bewegen. Und ich möchte euch gleich in einen Heizraum mal mitnehmen und vorher möchte ich zeigen, was wir dort in jedem Heizraum eigentlich haben. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera aussieht. Das sind so die Kisten, die wir zusammenbauen.
bestehen aus einer SIM-Box, dann verschiedene Gateways drin. In der Regel haben wir ein Emboss-Gateway drauf, wir haben eine Modbus-Schnittstelle drauf und wir haben OneWire-Gateway drauf. Das sind eigentlich die standardmäßigen Dinge. Dann haben wir noch einen Platz frei für einen Router. Und das Paket wird dann, mittlerweile sind wir da so weit standardisiert, dass wir dieses ganze Paket an einen Elektriker verschicken. Der schraubt das an die Wand, schließt das Ganze an, hat hier unten seine drei Anschlussklemmen für die Sensoren. Und sobald die Box dann online ist, kriegen wir einen Ping und wir sehen, die Box ist online und wir können dann damit arbeiten. Das ist so das System, womit wir arbeiten, weil das ist ja immer die große Fragestellung, wer setzt das nachher vor Ort um und wer baut es ein. Das ist noch nicht, das ist jetzt für diesen einen Kunden so entwickelt, ist aber jetzt kein Produkt, was jetzt endgedacht ist, aber ich glaube, das ist so eine Vision, wo der Weg hingehen könnte. Genau. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit, ich versuche mal, ob das klappt hier, ich hoffe, das klappt, genau, auf den Standort in Friseute, wo wir erstmal immer so eine Übersicht haben mit dem Ansprechpartner, wo wir sehen, was ist hier verbaut. Und ich habe da erstmal einen Überblick von den Systemen. Früher war es so, die hatten an der Wand immer große R&I-Schemen, also Fließschemen, wo dann ganz viele Werte drauf waren, ganz viele Sachen drauf waren. Wir haben gesagt, wir wollen es einfacher machen. Dann nutzen wir IPS-View, gerade mit den Steuerelementen, die neue Version, wo wir relativ viele Sachen dann automatisieren können, dass wir eine eigene Bibliothek dann auch haben für Steuerelemente, wo ich auch gerne zu einladen möchte, also wenn sich da noch mehr Leute finden, dass man vielleicht zusammen auch mal Bibliotheken entwickelt, Steuerelemente entwickelt, die man dann gemeinschaftlich nutzen kann, in welcher Form auch immer. Das heißt, wir gehen immer los von einem Gaszähler. Hier ist es ein Hauptzähler und wir haben einen Gaszähler fürs BRKW. Dann haben wir unsere Heizung, um einfach einen Überblick zu haben. Wir haben unsere BRKW-Daten, die sind hier noch nicht da, weil das BRKW noch nicht in Betrieb ist. Dann haben wir immer zentral einen Pufferspeicher als unsere Energiezentrale, wo wir jetzt schon sehen, da ist gerade die Temperatur rot, weil ich die Heizung ein bisschen runtergefahren habe vor diesem Vortrag. Die mache ich gleich mal an, damit man auch sieht, dass das passiert, damit man den Live-Effekt hat, ein bisschen. Wir haben immer einen Hauptwärmemengenzähler, wo wir unsere ersten Kenndaten haben. Aktuell liefern wir da 66 kW in das Gebäude. Wir arbeiten mit Pop-Ups, wo wir dann verschiedene Dinge visualisieren können, wo wir unsere Tagesansicht uns holen können, mehrere Ansichten. Wir können Wochenansichten machen, wir können Jahresansichten machen von den Standorten, um einfach zu sehen, wo bewegen wir uns dahin. Das ist letztendlich die Ansicht, die auch der Contractor seinem Endkunden zur Verfügung stellt, um einfach für die Hausmeister, für die Haustechniker zu sagen, wir haben irgendwo eine Übersicht, wo wir darauf zugreifen können. In der technischen Betriebsführung intern nutzen wir dann eigentlich das Webfront von IP-SIMCon, wo man ganz schnell die Variablen sich angucken kann und ganz schnell mal Diagramme angucken kann und so weiter. Das ist dann mehr die technische Ebene. Also wir definieren es so, dass wir eine technische Ebene haben und eine Ebene für den Kunden dann, wo wir es alles ein bisschen netter gestalten. Genau, wir haben dann auch die Möglichkeit, in die Wärmeerzeuger zu gehen, wo wir über Modbus die Maschinen angesteuert haben. Ich fahre jetzt mal die Therme wieder hoch auf 65 Grad. Und werden dann auch gleich sehen, dass hier entsprechend was passiert. Das heißt, wir teilen es immer auf in eine Erzeugerseite und eine Verteilerseite. Die sehen wir hier, wo ich dann sehe, ich habe hier an diesem Standort 7 Heizkreise, die ich habe. Und hier kann ich dann auch verschiedenste Dinge steuern. Ich habe zum Beispiel eine Fußbodenheizung, die aktuell auf 50% fährt, die Pumpe. Ich kann aber auch sagen, ich will die jetzt auf 85% hochfahren beispielsweise. Ich kann verschiedenste Temperaturen anpassen von der Fußbodenheizung. Also relativ einfach handelbar das Ganze, sodass jeder das auch irgendwie zusammenbauen kann. Ich mache das mal wieder zurück, sonst schimpft morgen. Dann schimpft morgen vielleicht jemand. Dann sieht man auch gleich, dass hier was passiert, also auf zu, der Mischer fährt dann auch mit. Und da kann man natürlich sich vertiefen und ganz viele Sachen spielen, aber es muss dann irgendwo auch so bleiben, dass es praktikabel bleibt und für den Endnutzer auch sinnvoll zu nutzen. Genau. Was wir noch eingebaut haben, ist ein Betriebstagebuch, wo wir einfach nur ein Textfeld haben letztendlich, wo einfach dann die verschiedenen Änderungen, die gemacht werden, nachvollziehbar eingetragen werden, damit der Nächste, der kommt, auch weiß, was ist hier eigentlich passiert.
Genau, das ist das, was wir an jedem Standort implementieren. Dazu haben wir noch Integration in verschiedene Drittanwendungen. Dazu komme ich nachher später noch. Deswegen gibt es ja auch diesen Button kritische Störung. Das kann ich vielleicht einmal drücken jetzt. Dann müsste hier eigentlich gleich, wenn das Handy an ist, laut ist, ich mache das gleich nochmal, müsste hier eigentlich gleich auch eine Meldung kommen halt, sodass der Servicetechniker sagen kann, okay, habe ich wahrgenommen, nehme ich an, ich bin da, ich kümmere mich drum, um das, was hier passiert vor Ort. Genau, das jetzt erstmal ein Blick auf den jeweiligen Standort, wo wir uns bewegen. Dann gehe ich wieder zurück zum Vortrag. Jetzt war irgendwann der Wunsch von dem Contactor zu sagen, okay, wenn wir jetzt auf dem Standort sind, auf dem Einzelnen, ist das schön und gut. Das heißt, ich kann mich auf jede Anlage einwählen. Ich habe dann immer diesen IP-Magic-Link und kann mich da irgendwo einwählen. Ich habe eine Excel-Tabelle und mache es. Und der nächste Schritt war dann, was tue ich denn, wenn ich jetzt deutschlandweit ganz viele SIM-Boxen habe? Und ich will eigentlich einen zentralen Ort haben, wo ich zumindest die wichtigsten Dinge kriege. Und ja, dann nutzen wir die Möglichkeit des Datenaustausches mit SIMCON, wo Michael nachher in seinem Vortrag noch Neuerungen vorstellen wird. Ich werde jetzt heute erstmal nur darstellen, was wir dort tun. Dafür muss ich einmal wieder wechseln. Ich nehme mal live mit auf die, wenn es denn klappt. Kleinen Moment, gleich mal. So, das heißt, hier haben wir das System, das ist also die SIM-Box, die zentral am Standort sitzt, in der Zentrale sitzt, wo wir alle unsere Standorte wiederfinden. Diese grünen und roten Emojis, die wir dort einfügen, das machen wir einfach, weil wir zu dritt daran arbeiten und dann sehen wir auch, welcher Standort ist fertig, welcher Standort ist nicht fertig, um einfach für uns eine gewisse Visualisierung zu haben. Ich gehe jetzt mal nach Lübeck, in Lübeck gibt es auch einen Standort. Da haben wir für Betriebscontrolling, rufen wir uns dort halbstündlich, das machen wir für jeden Standort halbstündlich, rufen wir uns dann die Daten von den Boxen ab. Das sind genau diese, die wir dann halt kriegen. Hier Außentemperatur, Betriebsstunden, ob die Box erreichbar ist, prüfen wir. Gasverbräuche, Stromproduktion, Wärmeproduktion, Produktion vom Kessel und Produktion vom Wärmeverkauf. Das sind alles Daten, die der Contractor ja, weil er damit Geld verdient, braucht. Und das sind alles Daten, die früher händisch, also entweder wurde jemand rumgeschickt, klassisch mit einer Karte zum Ablesen, von Standort zu Standort. Oder es gab auch schon eine gewisse digitale Übermittlung und dann wurden diese ganzen Daten irgendwo gesammelt, in der Excel-Tabelle, wie auch immer, und dann wurde darüber die Abrechnung gemacht. War natürlich sehr viel aufwendiger und jetzt hat man hier alles auf einen Schlag. Was wir hier dann noch machen, ist, wenn sich Störungen ergeben, dann werden die automatisch per E-Mail rausgeschickt und dann in den Microsoft Planner mit integriert, dass wir gleich ein Ticketsystem haben, wo der Sachbearbeiter in der Betriebsführung dann gleich diese Kacheln kriegt und an dem Standort gucken kann, was muss ich bearbeiten. Da unterscheiden wir in kritische Störmeldungen, die dann direkt aus Handy kommen, oder auch Störmeldungen, die einfach nur Infos sind, die dann einfach weggesammelt werden, genau. Ja, das ist so der Aufbau der Konsole, wo wir alle Daten zusammenführen, funktioniert für unseren Fall dort super, ist natürlich bei einer großen Datenmenge, wenn ich noch mehr Variablen von den Standorten mir holen möchte, recht aufwendig, weil man es halt alles einfach mit Skripten programmieren muss und machen muss. Also es ist immer ein bisschen Aufwand, aber dazu wird Michael nachher noch ein bisschen mehr sagen, was dort möglich sein wird in Zukunft. Genau, dann wollte ich euch noch einmal mitnehmen auf die Visualisierung vor Ort. Das haben wir auch noch gemacht. Das ist auch wieder eine IPS-View-Instanz, wo wir gesagt haben, okay, was braucht denn der Anlagenbetreiber? Das ist jetzt nicht der,
nicht die Live-Ansicht zum Glück, wie es gerade aussieht. Das soll nur zeigen, was wir dort abrufen. Wir haben auch in IPSU dort Kacheln gemacht. Vorher war es so, der Betriebsführer hat jede Anlage täglich sich angeguckt, ist in jede Anlage reingegangen und gesagt, okay, was passiert hier eigentlich gerade? Oder hat Störmeldungen abgearbeitet. Jetzt gibt es halt einen Monitor, wo man alle Daten zusammengefasst hat, wo wir sehen, A, grün ist die Box erreichbar oder ist der Standort erreichbar, rot ist der Standort nicht erreichbar. Dann sehen wir, haben wir diesen Tag eigentlich Wärme verkauft an dem Standort, das heißt, wir haben den Hauptwärmemengenzähler dort abgenommen. Und die nächste wichtige Variable für uns ist dann die BRKW-Leistung, das heißt, läuft das BRKW gerade, gibt es überhaupt Leistung ab oder nicht. Und damit, das waren eigentlich so die Hauptkriterien, die wir rausgearbeitet haben bei dem Kunden. Und das ermöglicht uns jetzt dann hier gezielt eine Übersicht zu bauen, womit dann der Betriebsführer jeweils arbeiten kann. Wenn das Bild so wäre, wäre, glaube ich, der Zeitpunkt mal zu handeln. Genau, das ist ein bisschen übertrieben jetzt dargestellt an dem Standort. Genau. Das soll es erstmal für einen ersten Eindruck sein, womit wir uns, wie gesagt, an der Stelle beschäftigen. Und da bietet uns SimCon oder IP-SimCon sehr, sehr große Möglichkeiten und sehr viel Spielraum. Genau, dann ist die nächste Frage, was tun wir mit dem Daten? Es gibt ja ein großes Controlling dort im Hintergrund, kann man sich vorstellen, bei 100 Anlagen im Feld, die Geld verdienen sollen, muss natürlich auch entsprechend kontrolliert werden. Wir haben Störmeldungen, wir haben Reporting und wir haben das große Feld Optimierung. Das heißt, wenn wir sehen, die Anlagen laufen schlecht, wie optimieren wir die überhaupt? Was können wir da tun? Zum Controlling. Dort nutzen wir die Excel-Schnittstelle, die wir haben, von IP-SimCon. Ich werde das mal einmal nur zum Zeigen auch noch einmal hier mit an die Wand schmeißen. Hoffe, dass da jetzt was passiert. Hier sehen Sie nichts. Da ist es so, dass wir sagen können, welches Projekt haben wir. Wir haben die Variable von der Hauptbox drin, die wir abfragen wollen für die jeweiligen Sachen und ziehen uns dann die Rohdaten hier in das ganze System rein. Wenn ich jetzt hier auf Daten ziehen drücke, dann kommen jetzt auch nach und nach die Werte rein in diese Excel-Tabelle für den Standort. Und das ist natürlich in dem Fall hier eine Erleichterung. Früher wurden die alle von einem Mitarbeiter händisch dort eingetragen in die jeweiligen Rohdatentabellen und dann im Anschluss, wenn wir gleich fertig sind, genau, also wir importieren dort die 80 Standorte, das dauert einen kleinen Moment, das mache ich jetzt nicht, und diese ganzen Daten werden dann in, das ist jetzt ein bisschen eine doofe Auflösung, werden dann in so Tabellenblätter gebracht, womit dann die Auswertung gefahren wird. Das wird passiert komplett in Excel, das haben wir so vorgefunden vor Ort und haben wir dann auch entsprechend genauso weitergeführt. Das heißt, da ist auch die Integration für uns in vorhandene Systeme ohne Probleme möglich gewesen. Genau, dann Störmeldungen, hatte ich schon gesagt, wir haben auf der einen Seite den Microsoft Planner dort, den wir nutzen, wo wir verschiedene Störmeldungen integrieren und wir haben eine App, die Vera 24/7, das ist eigentlich für Feuerwehren, Krankenhäuser, solche Geschichten, die dann eine API haben, die nutzen die dann auch, die Servicetechniker dort, wo wir dann schnell, effektiv Störmeldungen absetzen können. Reports, das hatte Michael auch schon angedeutet, dass es dort auch dass das Report-Modul erweitert wurde. Das heißt, wir machen auch noch in Papierform, das heißt, die oberste Führungsetage möchte gerne in Papierform ab und zu sehen, was machen die Anlagen und so weiter. Da schicken wir dann auch ein paar PDFs durch die Gegend, die wir per Mail automatisch dann einmal im Monat zu den Personen schicken, die es haben wollen. Genau, Optimierung, das ist dann auch so, was sagte ich schon, da gehen wir dann eigentlich immer in die Ebene ins Web von IP-SimCon und das Personal, was dort für die Optimierung zuständig ist, guckt sich dann die Graphen an, guckt sich die Auflösung an, Tagesauflösung, Wochenauflösung, Monatsauflösung und kann dann immer handeln bei den Anlagen, wo muss ich dran spielen, was muss ich dran ändern. Da hatte Michael auch erwähnt, dass sich das Archiv ja verändert hat in der 6.3er.
Version eine Funktion, die wir auch gerne nutzen, weil wir vorher natürlich relativ viele Datenmengen hatten. Und wir haben eine Auflösung von einer Minute bei jeder Abfrage. Das heißt, wir haben minütliche Werte. Da kommt natürlich ein bisschen was zusammen. Und wir machen es jetzt so, dass wir die letzten zwei Monate in der mündlichen Auflösung lassen und den Rest dann in einer höheren Auflösung wegspeichern. Bis hin bei alten Daten machen wir nur Monatsdaten, weil das ist das, was nachher für die Abrechnung die Controller interessiert wiederum. Genau. Dann komme ich noch zu dem Pilotprojekt Einsparzähler. Das ist ein Projekt von der BAFA. Dabei geht es darum, Energieverbräuche sichtbar zu machen, Energieverbräuche zu bewerten und Einsparungen nachzuweisen. Darüber könnte man wahrscheinlich auch einen ganzen Abend füllen über dieses Thema. Ich will nur kurz den Ansatz dahinter erklären. Es geht eigentlich immer darum, einen Standort energetisch zu erfassen. Das heißt, wir bilden für diesen Standort eine Baseline. Diese Baseline sieht in der Regel so aus, dass wir eine Außentemperatur haben von minus 10, minus 15 Grad bis plus 20 Grad und auf der anderen Seite die Wärmeenergie, die das Gebäude aufnimmt, dort darstellen. Wenn ich jetzt so ein energetisches System bewerten will, muss ich mir erstmal ein Jahr Zeit nehmen, das heißt, ich muss alle Jahreszeiten einmal mitloggen und muss sagen, wie war denn mein Energieverbrauch in Abhängigkeit der Außentemperatur an dem Standort. Da können auch mehr Faktoren einfließen, da können auch, wie ist das Haus belegt, wie viele Personen und so weiter, aber erstmal in der Grundbetrachtung machen wir es außentemperaturabhängig. Und dann ergibt sich ja diese blaue Punktwolke, wenn man dann ganz viele Messwerte zusammen hat. Und wenn man dort dann eine lineare Regression durchlegt, kriegt man eine Baseline, von der man spricht. Das ist dann die Bewertungsbaseline für die Bewertung des energetischen Systems dort an diesem Standort. Wenn man dann nach diesem Jahr, wenn man das festgestellt hat, Einsparungen macht, dann kann man diese Werte ja wieder loggen und kann mit einer zweiten Punktwolke die darüber legen. Das ist dann hier die orange Wolke an diesem Standort. Und wenn ich jetzt sage, bei 5 Grad Außentemperatur sind die alle hier und normalerweise oder früher waren sie da, dann ist das genau die Einsparung, die ich nachweisen kann vor Ort. Das habe ich mit Michael, entsprechend gibt es da auch ein Modul für mittlerweile. Das ist dieser Variablenvergleich. Ich glaube, ich heißt das eine Modul und das andere Modul, wie haben wir es genannt? Verbrauchsverhalten, genau. Wo wir genau das sagen, weil wenn man jetzt diese Baseline definiert hat einmal für diesen Standort, dann komme ich jetzt zu dem Punkt, wie machen wir es den Leuten dann einfacher, die jetzt nicht tagtäglich Kurven sich angucken wollen und Graphen sich angucken wollen. Und da muss es aus meiner Sicht ein einfaches Ampelsystem geben, weil es einfach sagt, wie verhalte ich mich denn gerade? Das heißt, was macht meine Heizung? Bin ich da abweichend von der Baseline, bewege ich mich da drüber oder drunter? Dann kann ich ja relativ schnell irgendwie handeln als Person. Genauso für Strom, genauso für Wasser. Das kann ich halt für alle diese Bereiche darstellen. Ich könnte auch sagen, wie ist meine Laufzeit vom BHKW beispielsweise. Das kann ich alles mit dem gleichen mathematischen Ansatz letztendlich dann darstellen. Da möchte ich auch noch euch einmal mitnehmen. Wenn es dann klappt. Achso, ich mache das immer. Genau, und da gibt es nämlich die Internetseite. Dort gibt es bei mir dieses MyEnergy-Portal. Das ist jetzt ein bisschen schlecht dargestellt wegen dieser hohen Auflösung, aber da ist es so, dass wir es so angelegt haben, wir haben immer oben drüber eine Customer Group, das heißt eine Gruppe, die wir gehen jetzt mal von Immobilienportfolio aus, dort ist ein Betreiber, der mehrere Standorte hat in Deutschland, wo er sofort sieht, okay, ich habe jetzt hier in diesem Fall zwei Standorte, das ist Vitalleben und der Wellfit Center. Das Vitalleben hat gerade ein bisschen höheren Verbrauch, das Wellfit Center sieht ganz gut aus und hier oben ist dann die Zusammenfassung aller Standorte, wo bewege ich mich mit meinem ganzen Immobilienportfolio gerade, energetisch gesehen. Und dann habe ich die Möglichkeit, in die Unterebene zu gehen. Das heißt, ich gehe jetzt in diese Seniorenresidenz Vitalleben in diesem Fall und sehe, was hier passiert und kann da auch wieder weiter runterbrechen, was passiert eigentlich in den einzelnen Wohnungen dort. Da habe ich jetzt die Wohnung 12, der ist gerade ganz gut dabei, hat ein bisschen viel geduscht heute Morgen vielleicht, ein bisschen viel Wasserverbrauch. Aber ich habe auch die Wohnung 21. Und das heißt, ich kann auch hier wiederum nur den Besitzer der Wohnung freischalten und der kann dann
in seiner Wohnung auch sehen, was passiert hier eigentlich in meiner Wohnung. Wo bewege ich mich vom Heizungsverbrauch, wo bewege ich mich vom Stromverbrauch, wo bewege ich mich vom Wasserverbrauch gerade. Und wenn ich dem dann in sein Portal noch zeitgleich, jetzt habe ich genau die falsche Wohnung genommen, ich wollte eigentlich, wenn ich dem dann in sein Portal zeitgleich noch seine monatlichen Verbräuche als PDF reinpacke, dann hat er eigentlich genau das, was jeder Mieter eigentlich haben möchte. Das heißt, ich habe einen Überblick über mein System, über mein Verbrauchsverhalten und so weiter. Das machen wir alles auch mit der Simbox. Dann nutzen wir auch das Modul oder die Möglichkeit des JSON-Exporters. Genau. Michael zeigt mit dem Daumen. Genau. Das ist genau damit angelegt. Das heißt, wir suchen uns die Variablen aus, machen einen JSON-Export und lesen die dann wiederum auf dieser Web-Oberfläche ein, wo wir dann verschiedenen Kunden eine recht übersichtliche, einfache Darstellung von seinen Verbräuchen geben. Das ist das, was wir dabei verfolgen. Und ich glaube, das bietet dann die Möglichkeit, den Leuten das in einer breiten Masse auch interessant zu machen und darzustellen, dass man sich mit den Energieverbräuchen auch bewegen kann. Wenn ich mir vorstelle, ich komme in den Hausflur, da hängt ein kleines Tablet und da sind nur diese drei Kreise zu sehen und ich sehe, wo bewege ich mich, ist vielleicht eine bessere Ansicht, als wenn ich sage, ich habe 10.000 verschiedene Grafiken. Ja, das war im Groben das, was ich euch mitbringen wollte, um mal einen Abriss zu zeigen, wo wir die Simbox einsetzen, wie wir sie einsetzen. Zurückfällt alles immer eigentlich auf diese Kiste. Und der Rest kommt dann da raus, genau. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und bin jetzt da für Fragen eventuell, wenn es Fragen gibt. Bitte. Weil der Eingang war ja, naja, die stellen die irgendwie auf und Hauptsache läuft. Ne? Ja. Und ich habe auch so eine Heizung, Modbus-Anbindung, ich habe gesehen, ich kann 1500 Daten ändern, ich kann da aber nichts mit anfangen. Jetzt ging der Vortrag eher so in Richtung ja, Effizienz, aber was bedeutet das denn? Hier geht es ja um den privaten Verbrauch, der irgendwie zu viel Wasser gebraucht. Weil es geht nicht mehr darum, dass die Heizung nicht optimal eingestellt ist. Ne? Das ja, achso, jetzt muss ich die Frage erstmal wiederholen. Genau. Die Frage war, der Vortrag ging los mit dem Thema, ja, wie optimiere ich eine Heizung überhaupt, Energieeffizienz, und das ist jetzt ja eigentlich ein Abriss geworden in dem Vortrag, wo die Simbox eingesetzt wird und weniger auf die Lösung dann eingegangen, wie lösen wir das Problem. Dazu kann ich sagen, dass, also es ist so, dass wir natürlich versuchen, mit ganz vielen Daten, die wir haben, Algorithmen zu entwickeln, wo wir sagen, wie können wir automatisiert eine Verbesserung herstellen. Das heißt, ja, also bestes Beispiel ist halt, Sensoren einzubinden. Das heißt, wenn das Fenster auf ist, mache ich die Heizung aus. Solche Geschichten sind ja ganz banale Dinge, die wir haben. Dass wir aber auch versuchen, über mehrere Räume Informationen zu kriegen, ist überhaupt ein Bedarf, da muss ich überhaupt heizen. Solche Themen fassen wir da an. Das sind Dinge, die wir machen. Dann generell die Frage, ist die Heiztemperatur generell zu hoch, die Heizkurve? Also wenn ich dann einen Abdruck habe von dem Gebäude, einen energetischen Abdruck habe, dann kann ich ja sagen, okay, wie weit kann ich eigentlich rein rechnerisch runtergehen mit der Vorlauftemperatur, damit es immer noch warm wird? Also mache ich eigentlich viel zu viel. Das sind Automatismen, die wir im Hintergrund haben. Mit Skripten arbeiten wir da, die wir abarbeiten, die dann einfach sich langsam rantasten an das Optimum. Ne? Was wir noch machen, und das ist der ganz entscheidende Faktor, ist wirklich die Mitarbeiterschulen, die Mitarbeiter mitnehmen. Weil gerade im öffentlichen Gebäuden, ich habe auch ein paar Schulen zum Beispiel, wo man, ja, wo Hausmeister dann arbeiten, die sagen, okay, jetzt kommen die Ferien, wo ich dann sage, ja, wieso macht die Heizung dann nicht einfach aus, wenn Ferien sind? Braucht ja keiner heizen oder warum fahren wir nicht einfach runter? Wo dann der Mitarbeiter sagt, na, ich habe eine Turnhalle hinten dran, die machen ja weiter Sport und ich habe ja die ganze Zeit Notdienst und bevor mich hier irgendjemand anruft, da stelle ich gar nichts drum. Ich lasse einfach so weiterlaufen. So, und diesen Faktor Mensch, den können wir mit solchen Systemen natürlich auch nicht überwinden. Das heißt, da ist auch ganz viel dann diese Schulung der Leute. Das heißt, eigentlich ist es in erster Linie für uns ein Werkzeug, überhaupt Sachen zu visualisieren, den Leuten klarzumachen, um dann auch gezielt mit den Leuten zu arbeiten. Das muss auch der Ansatz sein, denke ich. Gerne. Analysiert worden?
Genau, die Frage war, was mit dem Einsatz der SIMbox dann, mit den Möglichkeiten, die die SIMbox ergeben, was man dort für Einsparungen erzielt. Da kann ich sagen, jetzt auch über das Projekt Einsparzähler haben wir 50 Standorte analysiert und dadurch auch verbessert und wir haben eine Einsparung von 12-14% erreicht über alle Standorte durch gewisse geringinvestive Maßnahmen. Da sind gar nicht investive Maßnahmen dabei. Wenn man jetzt noch da hingehen würde und sagen würde, wir machen investive Maßnahmen in Anlagentechnik und so weiter, ist da sicherlich noch sehr viel mehr Musik drin in den ganzen, im ganzen Bereich. Das ist auch so der Ansatz von dem, was wir tun. Das ist immer dieses Sehen, Verstehen, Senken. Also das heißt, ich muss ja erstmal Daten haben, irgendwas sehen, dann muss ich das Ganze verstehen in irgendeiner Form. Wenn ich es dann verstanden habe, dann kann ich auch anfangen, wirklich Sachen umzusetzen und zu verbessern. Das ist immer der gleiche Ansatz, den wir da haben, der gleiche Algorithmus. Ja. Ich habe das jetzt so verstanden, dass es auch hauptsächlich für Firmen, für größere Firmen, die dann mehrere Standorte gucken können oder ihre vermieteten Objekte gucken können, was denn wo. Ich bin persönlich gerade dabei zu gucken, was muss eigentlich meine Gemeinde machen, damit wir CO2-neutral werden, was ja letztendlich mitgeteilt ist. Und ich würde das total interessant finden, sowas auch zum Beispiel als Kiezlösung umzusetzen. Es gibt ja sogenannte Nachbarschaftsbuslösungen, die gerade entstehen. Seid ihr da auch unterwegs? Könnt ihr da was anbieten oder könnte man sich da mal zusammensetzen, was da was zu entwickeln? Ja, die Frage jetzt wiederholen wird ein bisschen schwierig. Die Frage war, ob man in welchem Bereich wir unterwegs sind oder ob man das auch für Gemeinden einsetzen kann, für gewisse Kiezlösungen. Ganz klares Ja, können wir uns zusammensetzen. Also wir sind sehr individuell unterwegs, wir sind nicht nur bei großen Firmen unterwegs. Das ist natürlich immer eine Frage des Preises, also wer kann es bezahlen. Im Einfamilienhaus ist es natürlich immer schwierig, wenn ich sage, ich komme an mit einer Box und ich will 1.000 Euro erstmal an Hardware investieren. Für eine Einsparung von 10%, dann sagen die meisten, ja okay, macht für mich jetzt keinen Sinn, sag ich mal. Ne? Aber klar, setzen wir uns gerne zusammen. Anschluss. Okay, weitere Fragen aus der Runde? Ich gucke hier nochmal auf die Geschichte. Muss mir nur mal irgendwie jemand sagen, wo es sich gucken muss? Da ist alles gut. Achso, da ist nichts, da ist Ruhe. Da waren zwei, aber die konnte ich aushelfen. Die konntest du aushelfen, okay. Ja, ansonsten sind wir jetzt ein bisschen schneller durch mit der ganzen Geschichte. Wie wird denn gemessen, ob ein Strom oder was auch überhaupt effizient ist? Was ist denn da der Maßstab? Das ist immer die Sache. Es gibt natürlich statistische Daten, wo man sagt, ein Dreifamilienhaus hat den und den Verbrauch, statistisch gesehen. Und da gibt es auch Lastgänge, die sich runterladen kann. Die kann man da drüber legen und kann sagen, okay, wo bewege ich mich denn eigentlich? Das sind Bewertungskriterien, die man haben kann. Kriegt man ja bei jeder Stromrechnung auch mit. Da kommt ja eine Auflistung am Ende, wo steht, so und so sieht es aus. Da und da bewegen wir uns. Ne? Kai hat ja auch ein schönes Modul geschrieben in dem Bereich. Letztendlich kann man sich daran natürlich langshangeln und kann sagen, okay, du bist besser als der Durchschnitt von allen Bundesbürgern, sage ich mal. Oder man muss seinen eigenen Standard halt festlegen und sagen, wenn ich meinen eigenen Standard habe, die eigene Baseline, dann habe ich den eigenen Antrieb, da besser zu werden. Das ist ja das Ziel dieses Systems, dass ich immer sage, ich habe meine eigene Baseline, die passt sich automatisch immer weiter an, wird immer besser und ich versuche immer trotzdem noch besser zu werden. Das habe ich ja die Baseline gegen die Außentemperatur. Aber was ist die Baseline beim Wasser? Beim Wasser kann es die Personenanzahl sein zum Beispiel. Dass ich sage, okay, wenn ich einen Haushalt habe, ich habe in der Regel 4 Personen da, dann habe ich den und den Verbrauch im Durchschnitt und wenn ich 2 Personen habe, habe ich den Verbrauch. Diese Kennzahlen zu entwickeln, das ist natürlich die Aufgabe und die Schwierigkeit dabei, immer zu sagen, was ist dann jetzt wirklich aussagekräftig dabei. Wobei Stromverbrauch, ganz interessant, das ist eigentlich sehr, sehr, sehr gleichbleibend. In so einem Haus mit 4 Personen ist es immer sehr, sehr ähnlich, der Stromverbrauch tagtäglich gesehen. Ne? Da kann man natürlich auch sich rantasten und kann sagen, man macht erstmal einen Durchschnittsverbrauch über den Tag und das als Baseline, dass man sagt, das ist meine Messgröße und ich versuche da runterzukommen. Genau, also da gibt es verschiedenste Ansätze, die natürlich auch verschieden komplex werden, weil man immer mehr Sensoren braucht irgendwann und solche Geschichten. Eigentlich ist das gar keine technische Lösung, sondern eher eine psychologische. Vielleicht auch das, ja. Aber das braucht es ja auch manchmal. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ja. Also das ist auch genau der Ansatz. Also da habe ich mir lange Gedanken gemacht. Ich glaube, dieser Faktor Mensch, der ist echt das Entscheidende bei diesem ganzen Thema Energiewende auch. Der Faktor Mensch, wie kriege ich den gefasst? Und deswegen habe ich immer gesagt, ich möchte irgendwas haben, was irgendwie Apple-like ist, wo die Leute sagen, okay, das fasse ich an, das finde ich gut, das ist bunt, sieht gut aus und mache ich. So.
Und da gucke ich auch in 3 Wochen noch drauf und sage nicht, ist mir egal. Ne? Ja. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten bin ich ja auch heute noch den ganzen Abend hier. Und dann würde ich alle jetzt zum Essen schicken, glaube ich. Ne? Ich glaube, es gibt Essen, genau. Okay, vielen Dank.